Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen mal wieder beim Geiver. Ja, der Geiver baut wieder was. Ich baue zwar nur ein bisschen um, aber ich baue. Ich baue irgendwie, aber ich baue, ja. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich von der Firma Wevor eine Eiswürfelmaschine vorgestellt. Die stand hier. Und ja, ich kenne jemanden, der hat so einen tollen Kühlschrank. Zweitürig mit Eisspender, Crushed Eis, Eiswürfel und Nobel geht die Welt zugrunde, habe ich mir gedacht. Holst du dir. Jetzt muss ich hier aber Platz machen. Ja? Dieses Teil muss weg. Hier kommt der Kühlschrank hin. Und da, wo der Kühlschrank ist, soll das rein, aber mit so diversen, schön auf jeden Fall. Ja, und hier den hier, na, da den, die Eiswürfelmaschine, wenn die jemand haben möchte, Neupreis über 200 Euro, ich sag mal für einen Huni, bei mir einfach melden. Beim Geiver, lutz.steiner@gmx.de oder letz.geiver@gmx.de, kommt alles an. Ja, und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. So, ich hoffe, ihr seht es. Ich habe hier mit meinem Laser erstmal meine Linien hier ausgerichtet. Ich möchte wissen, wo ich diese Platte absägen muss und die da unten auch. So, dazu brauche ich jetzt aber mal. So. Das ist außerhalb, ja. Und das hier, ups, auch. So. Da mache ich gar kein Theater. Bauen wir aus, sägen ab und hier, ja, da muss ich mit der Tauchsäge dran, ne? So, ein paar Tage sind vergangen. Das Teil steht glücklicherweise hier drin. Das war so ein Akt. Leute, wer sich so einen Kühlschrank holt, achtet darauf, dass der bei euch durch die Türen geht. Die Spedition, die hier kam, sollte das eigentlich reinbringen, anschließen, ja, Verpackung mitnehmen, fertig. Die kamen an, haben das Ding auf die Sackkarre, wollten vorne durch die Tür, sagten, nö, da fehlt ein Zentimeter, auspacken dürfen wir nicht. Seh zu, wie du selber klarkommst. Oder wir nehmen wieder mit. Ja, da musste ich leider ein paar gute Kollegen alarmieren, die dann kamen. Wir haben die von einer Seite die Verpackung abgemacht, dann hier reingeschoben. Das Ding wiegt 100 Kilo. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Jungs, vielen Dank. So. Und hier geht es jetzt weiter. Den Kühlschrank habe ich gerade ausmontiert. Ich zeige es euch mal. So, hinter dieser Tür war der Kühlschrank. Er ist raus. Ein leerer Raum. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, dieses Schubladenunterteil, was da war. Ja? Da habe ich zeige es euch mal. Hier hinten war noch so ein Stück, habe ich abgesägt. Das ist noch alles drin, das passt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt reinpasst und mit den Griffen hinter der Tür verschwindet. Mal eine Schublade reintun? Ja, würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Da sind noch Stecker im Weg.
Mal gucken. Ja, es funktioniert. Aber, tada, ich bin jetzt wirklich schon ganz hinten dran. Ganz hinten dran, es geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, oder? Warte mal. Was ist denn da? Was ist denn da im Weg? Moment. Tada. So, es geht nicht weiter. Ich habe also so weit wie möglich nach hinten. Hier hinter ist eine Steckdose, ein Stecker drin. Ich komme hier, hier fehlt mir so ein, ja, 3-4 mm. Ich wollte jetzt von dem Stecker nichts absägen. Ne? Vielleicht, dass ich irgendwie mal so einen Winkel kriege, dann kriege ich das ganz rein. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Warte mal. Ich werde mal eben hier den Griff abschrauben. Und dann schauen wir mal, ob es dann passen würde. Und im schlimmsten Falle, wenn das jetzt mit dem Griff nicht geht, ja, geht eh nicht, dann mache ich mir neue Griffe. Flacher, ein klein bisschen flacher. Zentimeter. Die drucke ich mir mal eben. So. Probedruck gelungen. Die nächsten beiden sind schon in der Mache, kommen auch sofort dran. Ja, sieht das nicht professionell aus? Ne? Ich habe auch noch eine alte weiße Platte gefunden, auch aus den Küchenbeständen noch. Die habe ich oben drauf gemacht, die kann man noch was drauflegen. Jetzt sind die Schubladen wieder schon befüllt. So. Und der ganze Müll ist hier wieder weg. Tür zu, das sind so Sachen, da braucht man nicht permanent dran. Deswegen so gemacht. Warum soll ich jetzt die Front ändern? Muss ich doch nicht, ist doch okay. Ja, meine Freunde, das war's. Das war für mich wieder ein großer Umbau. Das waren so ein paar Tage Arbeit. Für euch nur ein paar Minuten. Aber ich habe jetzt wirklich hier meine Schubladen. Ganz toll. Ich habe hier einen wunderschönen Kühlschrank, ein Weinfach, Eisspender. Also der arbeitet gerade, macht sich gerade voll. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Ich arbeite, wie gesagt, auf mein Rentendasein. Ich möchte das Leben noch ein bisschen genießen. Deswegen der Kühlschrank, schön für Grillgut, für Eis, für Getränke, der Sommer naht, ne? Es gibt nicht nur YouTube, leider, leider. Ihr müsst mich so ein bisschen vermissen. Ich mache nur das Nötigste. Bitte, seid mir nicht böse deswegen. Und deabonniert mich, weil ich jetzt nichts mehr mache. Das ist, finde ich, ganz blöd. Aber müsst ihr selber wissen. Ja, dann war es das mal wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Finde schön, dass ihr immer noch mal ab und zu meine Sendungen hier guckt. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Euer Lutz, euer Geiver. Tschüss! Ihr habt jetzt gerade ein Video vom Geiver gesehen. Hier oben könnt ihr ihn abonnieren. Und dort findet ihr weitere Videos vom Geiver. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Tschüss!